Das ist ein sehr investitionslastiger Bereich, der von der Forschung getrieben wird. Und das bedeutet hohe Investitionskosten. Und diese hohen Investitionskosten, das haben wir jetzt schon gezeigt in den letzten 10 Jahren, die teilt man sich. Das macht man gemeinsam zwischen Bund und Land. Und heute ist es ein 60-Millionen-Paket für die nächsten 10 Jahre, die wir hier auf Reise schicken. Und das bedeutet, dass mit diesen 60 Millionen aber noch viel mehr ausgelöst wird, nämlich in Summe 120 Millionen Euro an Investitionskosten. In Gerätschaft, aber auch in fachlich ausgebildetes Personal. Und das ermöglicht dann Fortschritte und Entwicklungen, Patente, auf die wir stolz sein können. Wir haben heute gehört, alles googelt, ist hier entwickelt worden. Und so gibt es viele, viele Aktivitäten, die jetzt in der Covid-Krise, aber darüber hinaus natürlich langfristig strategisch angegangen werden. Es gibt Persönlichkeiten, die hier über Jahre gearbeitet haben. Die Nobelpreisträgerin des letzten Jahres hat hier für viele Jahre studiert und geforscht. Und das sind genau diese Erfolgsgeschichten, die wir in der Zukunft auch sehen wollen. Wir glauben aber auch, dass das nicht nur ein Thema sein kann, dass man in den Investitionsbereich investiert, sondern wir müssen auch fördern und diese Spin-off-Kultur weiterentwickeln. Das gibt es hier. Über 40 Spin-offs, die hier schon gegründet wurden, und Startups sind es rund 20, die im Biotechnologiebereich und im Life Science Bereich Jahr für Jahr dazukommen. Und jetzt sind es die ganz Großen, die diesen Standort natürlich weiterentwickeln, wie Böhringer mit einer unglaublich großen Einmalinvestition von 700 Millionen Euro, wo der derzeitige Standort erweitert wird. Aber es sind auch kleinere Unternehmen wie die Firma Biomai, die jetzt in der Seestadt investiert. Und so ist das ein Schneeballeffekt, der immer größer wird und wo wir beweisen können, dass Wien im Life Science-Bereich mittlerweile zu den Top 5 Standorten Europas zählt. Nach meinen Aufzeichnungen wurde ja die Förderung sogar noch erhöht, wenn man es mit dem Zeitraum 2010 bis 2020 vergleicht, das für die nächsten 10 Jahre. Woran liegt das? Dass die Dynamik eine sehr hohe ist. Wir sehen derzeit, dass wir hier unglaublich viele Unternehmen am Wirtschaftsstandort Wien haben, über 550 Unternehmen, über 40.000 Beschäftigte, rund 35.000 Studierende, und die alle wollen natürlich in diesem System sich weiterentwickeln. Und deshalb ist es gut so, dass wir hier mit großen Summen agieren, um hier nachhaltig zu beweisen, dass wir hier eine Führerschaft in Wien und für Europa anstreben. Wie kann denn diese Erfolgsgeschichte noch weiter gesponnen werden? Worauf muss man da achten? Dass genügend Flächen vorhanden sind. Und wir arbeiten hier an Startup Labs zum Beispiel, die flexibel angemietet werden können, wo Laborflächen und Büroflächen einfach wachsenden Markt auch entsprechend zusprechen. Und das ist der Weg, den wir auch in diesen nächsten Jahren intensiv weitergehen. Wir haben in kürzester Zeit gesehen, dass diese Flächen ausgemietet sind. Flexibel wachsen bedeutet dann auch, aber flexibel immer wieder neue Möglichkeiten hier aufzubauen. Und hier sind wir in guten Gesprächen mit allen Partnern des Vienna Biocenters, und das ist wiederholt etwas, was nur gemeinsam geht. Abschließende Frage, werden wir uns hier in 10 Jahren dann nochmal sehen zur Verkündung einer weiteren Förderfinanzierung? Das Vienna Biocenter gibt es ja seit 30 Jahren schon. Seit 10 Jahren haben wir jetzt diese gemeinsame Förderperiode abgearbeitet. Jetzt haben wir die nächsten 10 Jahre klar positioniert und vertraglich auch unterschrieben. Und ich glaube, es ist eine Selbstverständlichkeit, und der Kollege Fassmann hat es klar gesagt, lasst uns doch danach noch einmal hier zusammenkommen und diese nächsten 10 Jahre dann auch abfeiern. Ich glaube, das ist wichtig. Wenn man ein Stärkefeld hat, dann sollte man dazu stehen, und dann sollte man auch alles unternehmen, um hier weiter wirklich Spitzenleistungen zu generieren.